Ja, hallo lieber Stefan, herzlich willkommen. Du warst eben mit mir im Kongress, jetzt hier im Werbevideo und wir wollen den Zuschauern mal ein bisschen sagen, was es so wichtig macht, da mal reinzugucken in unser Interview. Ja, hallo Marina, richtig. Wir hatten gerade das Vergnügen, das Interview abzudrehen. Das war richtig spannend und sehr, sehr interessant. Ich denke, es ist für jeden interessant und wenn auch dich das interessiert, was das Thema Hypnose angeht, die Möglichkeiten der Hypnose, Hypnose und Hypnosetherapie, da mal reinzuschnuppern und Informationen zu bekommen, wie das für dich auch wirksam sein kann oder wie es dir helfen kann, diese Methode, dann ist dieses Interview sicherlich total hilfreich. Es geht in dem Interview zum einen über das Thema Hypnose, Hypnoseanwendungen, Bereiche der Hypnose, aber auch wir haben so ein bisschen hineingeschaut in die Wirksamkeit der Hypnose, wir haben auch ein bisschen hineingeschnuppert in die Möglichkeiten der Hypnose und wenn dich das Thema interessiert, dann kann ich dir nur empfehlen, dieses Interview hier anzuschauen. Was vielleicht noch spannend ist, ist sicherlich auch nicht nur die Möglichkeiten, sondern auch die Idee hinter der Hypnose grundsätzlich und die Möglichkeit für dich im Einzelnen. Auch das haben wir in dem Interview herausgearbeitet, weil es uns wichtig war, dass jeder, der das Interview liest oder hört und sieht, auch einen Mehrwert mitnimmt und für sich etwas mitnimmt, was er wirklich auch sofort umsetzen kann. Also deswegen ist dieses Interview sicherlich sehr empfehlenswert und kann ich dir nur nahelegen, ins Herz legen, dieses Interview dir anzuschauen. Ja, und aus meiner Sicht nochmal, wir haben über die Selbstheilungskräfte gesprochen, vor allen Dingen ganz viele Praxisbeispiele auch, wie Stefan die Dinge selber in seinem Alltag umsetzt, aus seiner Praxis erzählt, welche Erfolge auch Klienten hatten. Und ja, wir haben über das Beziehungsglück gesprochen, ist ja auch selbst verursacht, und über die Arbeit an sich selber mit Persönlichkeitsentfaltung und auch dem auseinandersetzen, wo stehe ich, wo will ich hin. Wir haben auch über Ziele gesprochen und ja, das ist eigentlich das, was wir am Ende mit drei Tipps noch so richtig schön untermauert haben und was dir als Zuschauer dienlich sein kann, um vielleicht neugierig auf Hypnose zu werden und neugierig ja auf die Konzepte, die dahinter stecken. Der Stefan hat uns noch ein besonderes Kongressangebot gemacht für diejenigen, die mehr erleben wollen. Das Seminar, das bei mir entstanden ist über meine vielen Coachings zu dem Thema Beziehungsglück. Ich habe ja das Potenzialdreieck entwickelt, ein Seminarprojekt entwickelt, das ich online gestellt habe. Und diese Online-Schulung haben wir im Zuge dieses Interviews besprochen, dass wir das zeitlich begrenzt zu einem vergünstigten Preis anbieten, weil es einfach sicherlich auch für jeden Teilnehmer hier eine Bereicherung sein kann, ob jetzt in einem Beziehungsproblem tatsächlich jemand ist oder einfach über das Thema Beziehung ein bisschen was lernen möchte, die natürlich auch jetzt nicht nur für Mann und Frau oder im partnerschaftlichen Rahmen gilt, sondern auch im Rahmen von privat, beruflich, wo das sicherlich sehr, sehr wertvoll ist. Und da haben wir eben dieses Paket geschnürt. Marina hat mich überzeugt, dieses Angebot zu machen. So will ich probieren. Naja, ich tue für meine Zuschauer schon sehr viel. Einmal die Impulse geben, aber letztendlich, wenn man mehr in die Tiefe will zu den einzelnen Themen, gibt es ja auch Sinn, dann sofort loslegen zu können. Und ich habe dich ja nicht einfach so gewählt, sondern weil ich selber bei dir viel gemacht habe. Und deswegen kann ich das nur empfehlen. Ja, also schaut euch das Video an. Stefan ist am Samstag um 20 Uhr beste Spielfilmzeit dran. Das ist der 12.10. zur Primetime, ganz genau. Das lohnt sich definitiv, kann ich nur sagen. Also die Marina hat mir sehr viele Informationen entlockt und sehr viele wertvolle Informationen, was wirklich auch jeden Einzelnen definitiv weiterhelfen. Und das war auch ganz wichtig in dem Interview, praxisnahe Tipps, die auch wirklich sofort angewendet werden können. Genau, ein Buffet an Möglichkeiten. Vielen Dank dafür, Stefan. Und ja, bis dann, liebe Zuschauer. Danke dir. Bis bald.